Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Amulet of Time. Leider ist etwas längere Zeit jetzt nichts mehr gekommen. Das liegt einfach daran, dass ich nicht gerade viel. Was? Benutze dein Inventar. So, ja, egal. Ja, das liegt einfach daran, dass ich jetzt diese Woche sehr, sehr viel zu tun hatte und ich war krank. Also ich hatte nochmal richtig viel Husten und lalala und bla 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 und bla und bli und plo. Und eigentlich lese ich das hier gerade, deswegen kann ich gerade nicht reden. Und ja, keine Ahnung, ob wir Kette brauchen oder so einen Haken. Ja, und deswegen konnte ich halt nicht mehr ganz so viel machen. Und es gab halt jetzt halt auch diese Woche nichts, mit dem ich, ja. Oh Gott, ey, ich höre die ganze Zeit auf zu regen. Zu reden. Ich kann nicht mehr reden, Leute. Das ist voll ungewohnt hier. Ja, okay, dann höre ich erstmal kurz auf zu spielen und red lieber. Ja, also, es tut mir auch voll leid, dass nichts gekommen ist. Und ich schaue halt jetzt halt, dass es wieder jeden Tag was wird und. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob das auch was wird, weil ich habe halt, wie ihr wisst, einfach schon immer Husten jetzt, seitdem ich mit YouTube angefangen habe. Und deswegen ging das jetzt halt auch alles nicht mehr so ganz gut. Und ja, letzte Woche war es dann nochmal ziemlich schlecht. Und jetzt schaue ich einfach, dass das wieder ein bisschen besser wird, weil jetzt geht's gerade wieder. Ich habe heute Sonntag. Ich habe gestern schon eine Folge Minecraft gemacht, wo ich das ein bisschen erklärt habe. Und ja, wenn alles gut geht, kommt heute auch noch die Folge hoch, also am Sonntag sozusagen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, dass das nochmal etwas besser wird hier und dass das wieder einigermaßen rund läuft. Und ja, und dann spiele ich halt dieses Spiel hier erstmal fertig und dann schauen wir mal, wie es dann nochmal weitergeht. Ob ich dann vielleicht eine Pause mit YouTube mache, weil ich habe mir auch bei Minecraft gedacht, ob ich da eventuell eine Pause mache. Aber ja, Amulet of Time wollte ich halt auf alle Fälle nochmal durchspielen, sage ich jetzt halt mal. Und dann habe ich mir halt gedacht, dass ich, wenn dann nur Minecraft pausiere, bei Amulett. Also ich möchte einfach kein Spiel irgendwie. Moment, ich muss die richtigen. Einen Hinweis, okay. Also wir suchen jetzt einen Hinweis, oder was? Naja. Was wollte ich auf alle Fälle noch sagen? Ja, dass ich halt eben kein Spiel irgendwie unvollständig zurücklassen will, beziehungsweise unfertig. Ich möchte alles immer fertig haben, bevor ich irgendwie eine Pause mache. Das geht nur bei Minecraft, weil es einfach ein Langzeitprojekt ist. Und ja, ich könnte jetzt schon wieder einen Tipp nehmen, weil ich einfach null weiß. Ja, egal. Und auf alle Fälle werde ich jetzt halt auf ganz sicher noch Amulett fertig machen. Es kann sein, dass mal ab und zu Verzögerungen kommen oder mal in Tagen nichts kommt. Dann tut es mir einfach schrecklich leid, aber dann habe ich es halt einfach nicht geschafft. Aber ich gebe mir jetzt wirklich alle Mühe, dass es jeden Tag wieder was kommt von Minecraft, auch von Amulett. Ich habe jetzt halt auch Sims gestern noch eine Folge gemacht, weil ich dann nochmal ein bisschen sozusagen von vorne angefangen habe. Aber es geht halt weiter mit den Folgen. Wenn ihr Lust drauf habt, schaut doch da mal vorbei. Ist auch manchmal ganz lustig. Und ganz interessant, was da so passiert. Dreh die Kreise mit Hilfe der dazwischenliegenden Knöpfe, so dass alle Monde in die richtige Richtung zeigen. Und wie müssen sie hin? Schauen, okay. Ah, okay, interessant. So, jetzt steht der aber noch falsch. So. Perfekt. Ja, und ich hoffe, das passt jetzt so. Also meine Entschuldigung sozusagen ist hoffentlich ein bisschen rübergekommen, aber jetzt lese ich ganz kurz. Wenn die Magd von den Puazoni ihre Aufgaben erfüllt und König Henry II. Tötet, werden ihrem geliebten Marquis von Gwent all seine Schulden erlassen. Und sie erhält den Titel einer Baroness und darf über die Schätze der neuen Königin wachen. Alles klar. Ziemlich interessant. Und hier haben wir die wunderbaren Buchstaben. Das ist hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Sehr schön. Dann lesen wir mal ganz kurz das Buch. Den Zettel haben wir ja gerade gelesen. Hier ist, glaube ich, nichts. Das kennen wir schon. Wow, ich habe die Nachricht gefunden, die in Dufour der Markt in dem Versteck gegeben hat. Sie beschreibt die Belohnung, die sie für
ihren Verrat erhalten soll. Mein Gott, ey, die Schrift ist so doof, ey, ich verrutsche immer in der Zeile. Verräterin, mit diesem Beweisstück hat sie keine Chance, damit unter ungestraft davon zu kommen. Alles klar, und hier haben wir nochmal was. Am 10. Oktober 1549 wurde die Milchmarkt Martha Roulette von Unbekannten brutal ermordet. Kennen wir es nicht schon? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe immer zu seltsame Geister. Der letzte war der Geist der Milchmarkt. Ja, doch, das haben wir auf alle Fälle schon gelesen, das auch, oder? Ich habe die Mordwaffe. Ja, ich glaube, das kennen wir auch schon. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Obwohl. Es kann sein, dass ich eine Folge gemacht habe, die aber nicht ging, weil bei Minecraft konnte ich eine Datei nicht öffnen, wo ich eine Folge gemacht habe, und ich habe irgendwie gerade das starke Gefühl, dass das bei Amulett auch so war. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich die Folge dann, wenn dann, am Freitag gemacht hätte, weil ich da auch Minecraft versucht habe, aber dann ging das nicht. Ja, keine Ahnung. Also wenn da eine Folge fehlt, dann wisst ihr jetzt warum, und wenn nicht, dann einfach nicht hinhören. Und ja, was suchen wir denn jetzt eigentlich noch? Ja genau, wir haben jetzt da diese Zeichen und deswegen können wir jetzt auch hier diese Truhe öffnen eigentlich. Hoppala. So. Benutze die Hinweise auf dem Blatt Papier, um die Buchstaben in die richtigen Felder zu bringen. Also O, V... Ah, okay. O, A, R... Nein. So. Was stand dann da noch? X und L. Tada. So, und jetzt haben wir hier wieder dieses Gift-Dings, oder? Und hier sind Dianes wichtiger Ring und die Flasche mit Gift vom Bankier. Es muss noch eine Kopie des Rings mit einem Hohlraum im Inneren geben. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht lesen. Finde einen Weg, den König zu retten, und finde die Kopie des Rings. Ja? Kann ich das nicht angucken? Clues have been discovered. You're on the right path, but please, hurry. We're running out of time. Go to my bedroom to search for a clue to a mystery. Für dich werden wir das Rätsel lösen, ganz sicher. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Bild von der Truhe, die wir im Ofen gefunden haben. Das zweite Versteck befand sich im Inneren des Ofens. Es ist ein sehr guter Ort, um etwas zu verbergen. Denn niemand würde etwas im Inneren eines glühenden Ofens vermuten. Im Inneren der eisernen Ofenfront versteckte die Komplizin des Bankiers den mit Gift gefüllten Flakon und den Originalring, den sie der Herzogin gestohlen hatte. Aber wo war der gefälschte Ring? Ja, Leute, das ist jetzt die große Frage, und ich bin mir sicher, dass wir das noch herausfinden werden. Wir suchen jetzt gerade nicht. Das ist jetzt dieser Skarabäus da, den wir hier einsetzen können in die Tür. Zack. So, und dann kommen wir auch schon mal ein bisschen weiter. Tada, und jetzt ist die Tür offen. Kommt hier ein Geist? Wundert mich. Normalerweise kommt da immer wieder ein Geist oder so. Ist das keine Glocke? Wir suchen jetzt eine Glocke. Ach so, die fehlt da, oder was? Okay, okay. Ja, und wo soll ich die finden? Zur Treppe, zum Schlafzimmer. Oh Gott. Was ist das? Da müssen wir wieder ein Schild, ja, ich sag mal, anschalten. Ja, keine Ahnung. Da fehlen uns ein paar Knöpfchen. Und hier haben wir das Schild. Oh Gott, wie soll man denn hier was finden? Benutze Netz, Käfig und Angel, um den Schmetterlingen, den Vogel und den Fisch zu fangen. Okay. Na gut, wir schauen mal. Verdammt. Nein. Ja, jetzt kriege ich ihn. Mist. Naja, egal. Wie soll man denn die kriegen? Moment, ich muss da erstmal so ein bisschen durchblicken. Okay, das war zu früh. Ich weiß nicht mal genau, in welchen Abständen der Fisch da springt. Nein. Geht nicht. Ich kann das gar nicht mal anklicken. Okay, den hätten wir. Den Schmetterling kriegen wir jetzt, oder? Moment. Sobald er unten ist und jetzt... Nee, schade.
Nee, das war auch zu doof. Ich kann es gar nicht anklicken manchmal. Oh Gott. Nee, ich krieg ihn leider nicht. Naja. Da muss ich gucken, dass wir das richtig treffen. Nein, 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 das wird so nichts. So, den hätten wir. Okay, es war ein bisschen zu früh noch. Kriegen wir aber auch jetzt. Halt. Ah, Glück gehabt. Sehr schön, was finden wir jetzt da? Ein Pendel oder was das war? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht so genau. Dann, was müssen wir noch finden? Die Krone. Eine Krone. Hier haben wir noch ein Badezimmer. Hallo, Clown. Du wirst es niemals schaffen, bis 20, bis 2 Uhr dorthin zu kommen. Alles klar, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass der ein bisschen gegen uns ist, aber ist nur so ein Gefühl. So, da haben wir gleich mal ein paar Sachen. Dieser Pinsel da. Anstecker mal 4, kommt drauf an. Was für Anstecker? Die da hier vielleicht? Nein, oder die? Ah ja, okay. Das sind Ohrringe. Sehen wir hier noch irgendeinen Anstecker? Ein Diamant. Pinzette, Muschel. Muschel dürfte eigentlich auch gut zu finden sein noch. Da haben wir nochmal so einen Anstecker. Ist das ein Anstecker? Nein, aber das ist ein Schuh. Ein Glocke. Anstecker. Gibt's bestimmt gleich noch irgendwo einen Anstecker, der eigentlich voll leicht zu finden ist. Aber ich ihn wieder nicht sehe. Wahrscheinlich habt ihr ihn schon. Das ist wahrscheinlich das erste, was ihr überhaupt gefunden habt. Sieht der nochmal genauso aus? Ja, der sieht genauso aus. Aber ich sehe ihn gerade gar nicht. Ah ja, hier. Sehr schön. Dann hätten wir das. Block und 4 Stecker. Jetzt brauchen wir nur noch ein DH-Monogramm. Okay. Und diese Krone, die wir noch irgendwo finden müssen. So, da gehen wir mal nochmal hier hin ins Schlafzimmer. Da fehlt, da können wir eigentlich gleich einsetzen, oder? Dieses Wappen. Genau, und jetzt brauchen wir noch diese Krone. Ein Krönchen, da können wir, glaube ich... Ah ja. Stimme die Harfe, indem du auf die Stecker klickst, sobald ein Ton sie trifft. Okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich glaube, dass der nicht jetzt zuerst kommt. Tam. Tam. Tadam. Dam. Was kommt zuerst? Scheiße. Tam. Da ist auch wieder schwer, was zuerst kommt. Nein. Aber es lädt trotzdem, da unten, rechts, wenn ihr genau hinschaut. Tadam. Und jetzt ist die Harfe wunderbar. Und wir haben das Monogramm. Gehört vielleicht das da sogar rein? Nee, ich glaube nicht. Aber das gehört da rein, oder? Aha. Ja, jetzt fehlt uns noch die Krone. Eine Glocke passt hier nicht rein, alles klar. Ah ja, da finden wir bestimmt die Krone, oder? Ah ja, hier Krone. Na gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir da alles zusammenkriegen. Hier ist auch schon die Krone. Maske. Amulettteil gibt es hier wieder zu finden. Ah ja. Wir kommen langsam nach Hause, Leute. Wir schaffen das. Wunderbar, eins fehlt uns nur noch. Ah, wieder eine süße Katze. Ein Schmetterling. Eine Stricknadel. Wie schaut eine Stricknadel aus? Es gibt so viele. Es gibt Häkelnadel, Stricknadel, Nähnadel. Kann das alles gar nicht unterscheiden, glaube ich. Fleur de Lis. Tintenfeder haben wir hier. Tintenfässchen habe ich, glaube ich, auch schon gesehen, genau. Eine Schlange. Seht ihr eine Schlange? Bitte mal kurz auf den Bildschirm wieder klicken, damit ich die auch finde. Wie schauen die aus? Okay, die haben wir dann hier. Und eine Stricknadel. Schaut so aus, alles klar. Nur wo die ist, weiß ich gerade nicht.
Ist wahrscheinlich wieder so ein ganz dünnes Ding, was hier zwischen diesen Büchern liegt. Zum Glück habe ich das jetzt gesagt, sonst hätte ich es niemals gefunden. Ah ja, die Glocke können wir noch kurz da dran tun. Bitteschön, mein lieber Vogel. Stirbt er jetzt wahrscheinlich, oder? In meiner Freizeit habe ich dem Vogel beigebracht, den Kaliveäpfel zu knabbern. Das ist Henrys Lieblingssort. Ah ja. Ich will gar nicht wissen, ob das der Vergiftete ist. Und wieder Kalive. Das ist interessant. Finde die Kopie des Rings müssen wir noch machen. Was für ein glücklicher Zufall. Die Herzogin hat dem Papagei beigebracht, an der seltenen Sorte von Äpfeln zu nagen, die auch der König mag. Die Sorte heißt Kalible. Müsste es hier nicht stehen noch? Ich glaube, da fehlt ein kleines Textstück. Ah ja, dann würde uns der Vogel bestimmt helfen, den vergifteten Apfel zu finden. Und dann würde ich sagen, setzen wir noch die Krone rein, weil da wahrscheinlich irgendwas Besonderes ist. Wahrscheinlich die Kopie vom Ring. Oh, wie gut. Genau, und wenn wir den Smaragd hier runter tun, dann ist da auch diese giftige Flüssigkeit drin. Schreibe die Geschichte nieder, um die Verräter zu entlarven. Was? Ich muss jetzt was schreiben? Wir brauchen jetzt eine Schriftrolle, okay? Schauen wir gleich, nachdem wir hier gesehen haben. Steht es jetzt schon da? Nein, steht immer noch nicht da. So, wir haben jetzt hier den Ring gefunden und diese nette Frau hier sagt uns wahrscheinlich, dass es so, also dass es wahr ist. Die Kopie des Rings mit dem Gift wurde Diane de Poitiers untergeschoben. Wenn der Plan der Verschwörer gelingt, wird die Herzogin auf dem Schafott hingerichtet werden. Das wäre schrecklich. Das ist sowas ähnliches wie eine Guillotine. Eine gute alte Schriftrolle haben wir hier. Ordne die weißen und die schwarzen Teilnehmer einander zu und sortiere die Gegenstände an ihren Platz. Alles klar. Kann es sein, dass der vielleicht hier sitzt? Sehr schön. Nein, ich glaube nicht. Ja, hier. Der hier könnte... Keine Ahnung, wo der sitzt. Der Papagei hier ist auf alle Fälle da. Diese Schatulle ist hier, die Guillotine. Hallo? Hä? Hallo? Was ist jetzt? Kommt hier hin. Der sitzt hier. Diese nette Dame, wahrscheinlich der Portiers, sitzt hier. Er sitzt hier oben, das habe ich vorhin nicht gesehen. Der Schwan ist hier und da vorne sehe ich den Tod. Dann irgendwas brauchen wir jetzt noch. Das kommt hier hin, aber wo ist dieser Mann hier? Seht ihr den? Achso, das ist der. Ich dachte, der steht da richtig. So, jetzt dürfen wir alles haben.